Hallo und herzlich willkommen zu Democracy 4. Wir werden mal gucken, wie es um Deutschland steht und was wir da noch alles so rauskitzeln können. Wir sehen hier natürlich eine Bevölkerung, eine Größe und ganz interessante Statistiken, was so unsere Hauptexportsachen sind, wo drin wir führend sind, interessanterweise in Anzahl der Zoos. Und wir sind Mitglied der G4, sowie der Eurozone, dem Binnenmarkt und der NATO. Kann natürlich hier einstellen, so wann im Konjunkturzyklus wir starten wollen. Wir haben drei Parteien. Wir lassen einfach mal die ganzen Standardeinstellungen, so wie sie sind. Und spielen mal los, denn es wird jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so interessant aussehen, aber ich werde euch damit durchführen. Wir sehen hier eine Übersicht mit ganz vielen Kreisen und hier in der Mitte unsere Basi-Politik-Power, also die Heuspieler kennen das oder auch in EO4 oder sowas gibt es ja Äquivalente. Jeder dieser Kugeln steht für entweder ein Erlass beziehungsweise ein Gesetz oder für ein Event. Zum Beispiel in dem Fall hier die Kfz-Nutzung. Halt einfach ein Punkt, der wichtig ist für unsere Regierung, für unsere Politik. Und unsere Aufgabe ist es, mit demokratischen Mitteln logischerweise unsere Popularität zu erhöhen und parallel dazu wichtig, Probleme zu bewältigen. Akute Probleme sehen wir daran, dass sie blinken, wie zum Beispiel aktuell der Alkoholmissbrauch in Deutschland. Schwierig. Und jetzt sehen wir hier schon, wie der Alkoholmissbrauch sich zusammensetzt und was für Folgen der hat. Der Alkoholkonsum ist logischerweise ein sehr, sehr großer Punkt, wie es zum Alkoholmissbrauch kommt. Das ist, glaube ich, jetzt relativ klar. Aber auch unsere Arbeitslosigkeit sowie unsere Armut hilft dabei, beziehungsweise fördert das. Unter anderem unsere Polizei arbeitet aber dagegen oder unsere Maßnahmen für psychische Gesundheit. So, dann gucken wir mal, was können wir machen? Unser Alkoholkonsum, der unterstützt schon unser BIP. Das ist eigentlich ganz nett, weil ein BIP mag man immer. Das Alkoholgesetz, unser Lasches, fördert es auch. Und da sehen wir, so wie wir es halt aus unserem guten alten Deutschland kennen, es ist ab 16. Das hilft ja schon beim Alkoholmissbrauch. Können das natürlich jetzt erhöhen. Und da sehen wir dann, wie sich hier was verändert hat. Wir sehen da, wie Sachen heller werden. Das sind quasi die Veränderungen. Die Liberalen finden das halt nicht so toll, wenn wir das ändern. Logischerweise, der Alkoholkonsum geht dabei potenziell zurück. Kann jetzt aber noch nicht, wird jetzt noch nicht so angezeigt. Wenn wir hier natürlich hochgehen würden und sagen würden, es gibt starke Einschränkungen oder nur noch Bier mit geringem Alkoholgehalt oder sowas, das würde das natürlich komplett eskalieren. Die Jugend, Überraschung, findet das nicht so tufte. Der Tourismus findet das auch nicht so gut. Während das organisierte Verbrechen, man kennt es aus der USA, das dann doch so ein bisschen mag. Aber das ist, glaube ich, vernachlässigbar. Außerdem ist das relativ populär bei unserer Wählerschaft, das Thema. Können wir uns also jetzt hier sogar nochmal was zerschießen? Müssen wir mal gucken. So, da haben wir jetzt 8 von unseren Political Power Punkten, unseren PPP, ausgegeben. Selbstverständlich müssen wir jetzt auch noch aber irgendwie gucken, wie kriegen wir denn die Ausgaben und das Einkommen nochmal ein bisschen gesenkt, / erhöht das Einkommen halt. Unsere Haupteinnahmequelle ist die Einkommensteuer, danach kommt die Umsatzsteuer, die Lohnsteuer, Körperschaftssteuer etc. etc. Und dann gucken wir uns mal an, was am meisten kostet. Das sind unsere gesetzliche Rente. Bekanntermaßen, Rente frisst sehr, sehr viel des Staatshaushaltes. Das ist hier, glaube ich, sogar noch unter dem Reellen. Dann haben wir Gesundheitscoupons, die uns ordentlich was kosten, staatliche Schulen, Militärausgaben und so weiter und so fort. Außerdem sehen wir jetzt noch hier, wie effizient unsere Ministerien sind und wie hoch unsere Korruption ist. Geht es natürlich auch zu verringern. Dann der Alkoholmissbrauch beispielsweise, der kostet uns aber auch was. Also ist das mit einer quasi kostenlosen Maßnahme, könnten wir jetzt hier die Kosten für den Alkoholmissbrauch senken. Das ist natürlich auch noch nicht unsere 12 Billionen, die wir brauchen, aber ist ein Anfang. Was ich auch gerne mache, ist, wobei die Technologie auch neu ist, das finde ich interessant, das fördert Technologie, okay. Dann gibt es nochmal zu überlegen, das ist relativ neu, genauso wie das Beamtengehalt und so weiter. Das hat immer nur, glaube ich, Arbeitslosigkeit, starke Führungsposition gebracht oder so. Ah, jetzt bin ich sogar persönlich nochmal überlegen, ob ich die Militärausgaben kürzen möchte. Machen sie erstmal. Müssen wir ein bisschen was einsparen von 13 auf 9 Millionen. Dafür geben wir unsere letzten 6 Punkte aus. Hier sind nochmal alle Sachen in der Übersicht, so Einkommen, Ausgaben, Defizit, Staatsschulden und so weiter. Hier ist quasi unsere Amtszeit zu sehen. Hier haben wir unseren Geheimdienst, der mal mehr, mal weniger pro Runde relevant wird, wo dann sich gegebenenfalls Untergrundorganisationen sammeln. Dann hier sehen wir nochmal eine Statistik über die Leute, die uns hoffentlich wählen. Und dann sehen wir hier die Einkommensverteilung in Deutschland ungefähr. Dann kann man hier jetzt noch filtern, wer wählt uns, warum und so weiter. Das und kommt dann hier noch in wundervolle Übersicht, wo man sich dann durchlädt, also wirklich sehr, sehr genau angucken kann, warum, wie, wo, was dazu passt, wo die Mitglieder sind, welche Einkommen die haben und so weiter, beziehungsweise woher sie ihr Einkommen beziehen und sehen dann hier auch noch eine gewisse Verteilung. Und dann haben wir hier noch einzelne Personen quasi, die nochmal rausgepickt wurden aus diesen Bereichen.
Außerdem sehen wir hier quasi unseren Politikkompass. Also wir sind jetzt aktuell beim Start, sind wir halbwegs kapitalistisch und liberal. Werden wir im Laufe des Spiels noch sehen, wo das hinführt. Hier sehen wir auch nochmal eine Übersicht, was auch interessant ist und auch halbwegs relevant. Wir starten ja jetzt am Anfang dieser Konjunkturkurve, die wir da gesehen haben. Das heißt, später geht es noch bergauf, aber irgendwann wird es auch stark bergab gehen. Und da haben wir dann unsere Staatsschulden und unsere Rücklagen etc. Hier sehen wir die Weltwirtschaft, ist gerade so ein bisschen am Aufsteigen. Der Zinssatz, das relative BIP und so ein Kram. Dann kann man hier noch komplett neue Sachen erlassen und darunter Atomwaffen, Wehrpflichten, können Mautstraßen machen, Staugebühren, Steuern und so weiter. Aber das ist gerade alles rot, weil wir halt schon alle Punkte ausgegeben haben. Und wenn wir alle Punkte ausgegeben haben, die für jeden Run 1 in 10, hier haben wir unser Kabinett, die uns jeweils nämlich die Power, die wir brauchen, geben. Und je zufriedener und effektiver ein Kabinett arbeitet, desto mehr Power kriegen wir. Ausnahme ist, wenn Notstand oder sowas ist, da gibt es dann nochmal extra Regeln. Ja, und damit würde ich sagen, klicken wir hier auf den Button und bringen unseren ersten Tag zu Ende. Und dann kann man hier in eine Übersicht, einen Quartalsbericht und sieht dann, wie sich hier Sachen verändern. Oh, unsere Arbeitslosigkeit geht runter und unser BIP hoch, das ist sehr gut. Unsere Kriminalität ist sehr hoch, das müssen wir mal bekämpfen. Ab und zu gibt es dann mal so dilemmamäßig was, wo man dann fragen muss, Verbot von Werbung für alkoholische Getränke. Und da kann man jetzt sagen, wir nehmen das Verbot an oder wir lehnen das Verbot ab. Natürlich ein paar Boni und ein paar Nachteile. Vorteil: Alkoholkonsum geht ordentlich runter. Die Liberalen finden das aber echt nicht so dufte. So, dann könnte es jetzt, werden wir informiert, dass eventuell passiert, dass wir eine Unternehmensflucht haben, aufgrund der hohen Körperschaftssteuer und des halbwegs ohne Arbeiterrecht. Unsere hohe Stabilität und unsere Produktivität wirkt aber aktuell dagegen, aber halt nicht ansatzweise so stark wie die Körperschaftssteuer und Co. Dann haben wir jetzt unseren ersten Umfragebericht und können jetzt hier gucken, okay, die Leute fanden die Militärausgaben und Alkoholgesetz eigentlich ganz gut. Also wir sind jetzt von 5% auf 13% Beliebtheit gesprungen. Ja genau, das Kabinett ist weiterhin loyal. Wir sehen hier einen Haushaltsbericht. Das Defizit ist zumindest gesunken, das ist sehr gut. Und tolle Neuigkeiten, der Weltmarkt entwickelt sich gut, was sich positiv auf unser BIP auswirkt. So, aber jetzt haben wir das Problem: Wir haben immer noch Alkoholismus. Das ist ein großes Ding. Finden wir nicht so gut. Kann man natürlich was für die Polizei machen. Das ist sogar halbwegs günstig. Braucht 5 Quartale. Was eingeführt ist, die Liberalen mögen das. Bodycam-Kosten, ja, können natürlich steigen, die Überraschung. Gewaltverbrechen, also alles geht eigentlich so ein bisschen runter. Das finde ich gut. Und deswegen wäre ich da auch bereit, die Milliarde quasi, Billion, Milliarde in die Hand zu nehmen. So, dann haben wir jetzt immer noch 14 Punkte. Was können wir nochmal machen? Aber ich glaube, wir machen mal die Zuschussförderung für Neuwagen. Das hilft unserem BIP auch etwas. Und ja, gucken wir mal. Ausweitung des öffentlichen Wegerechts. Durch den massenhaften Bau und so weiter kommen halt ein kleines Dilemma, ne? Wenn ganz viel bauen, wollen die Leute trotzdem noch irgendwie durch. Was wollen wir machen? Können das Wegerecht halt reformieren oder nichts tun? Ich bin ehrlich, nichts tun. Landwirte finden das dafür die Sozialisten nicht ganz so. Wir sind immer noch bei 13%. Das hat sich jetzt nicht groß erhöht. Unsere Partei, ich habe jetzt den Namen nicht angepasst, das tut mir ein bisschen leid, aber wir sind jetzt die Justizbewegung und wir haben haufenweise neue Mitglieder registriert. Hier sehen wir dann nochmal die Verteilung. Hier, das wird später nochmal relevant. Wie uns finanziert und so weiter. So wie die Wählerwahrnehmung, da können wir jetzt eigentlich schon mal was verändern. Wir können nämlich ein bisschen vertrauenswürdiger wirken. Ja, da müssen wir jetzt 4 von der Power investieren und dann haben wir eine 81%ige Chance, dass es gut läuft. Komm, wir reden einfach mal in einer Cafeteria mit ein paar Handwerkern. Die Leute lieben es. Das ist sehr, sehr schön. Medienstunt gelingt. War eigentlich gar nicht das, was ich aber machen wollte. Wir haben noch ein Haushaltsdefizit von 1,39 Billionen. Das ist sehr schön. Dann können wir jetzt nochmal überlegen, wo kriegen wir vielleicht sogar ein bisschen Geld her? Lebensmittelmarken könnten wir machen. Und dafür nehmen wir gleich ein bisschen was von der Rente weg. Ich glaube, das klingt nach einem Deal. Oh, wir haben eine Bonitätsverbesserung. Das heißt, unser BIP steigt, unser Konjunkturoptimismus. Kapitalisten freuen sich. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben auch wieder 2% mehr Stimmen und trauen uns jetzt mal an was ganz Böses. Das gefällt natürlich der privaten Altersvorsorge. Also was durch die gesetzliche Rente arbeiten wir dagegen. Wie gesagt, denen aber. Den Kapitalisten gefällt das natürlich. Allen anderen, der Armut tut das auch nicht gut, etc. Und jetzt haben wir auch einen enormen Überschuss und eine Unternehmensflucht. Und interessanterweise finden das sogar die Leute sehr gut. Wir müssen jetzt erstmal gegen die Unternehmensflucht vorgehen. So, was löst sie jetzt wirklich aus? Die Körperschaftssteuer. Dann senken wir die doch mal ein bisschen. Das ist auch noch in unserem Rahmen. Wir machen gerade irgendwie 20 Milliarden Überschuss oder sowas. Also da können wir mal eine ordentliche Entlastung reinschmeißen. So, und das bringt uns sogar noch ein bisschen Beliebtheit. Jetzt, unser Hauptsponsor ist weg. Das ist schade. Unsere Kriminalität geht runter. Das ist sehr, sehr schön. Da haben hoffentlich die Bodycams die Überwachungskameras haben auf jeden Fall einen ordentlichen Beitrag zu geleistet. Dass das jetzt hier so schön runterging. Okay, hier haben wir ein klassisch deutsches Problem, was über die Jahre wahrscheinlich so oft aufgekommen ist. Wir haben Hacker, die in der Lage waren, verschiedene Sachen von uns lahmzulegen, beziehungsweise zumindest sich Zugang zu verschaffen. Jetzt haben wir die Wahl, nehmen wir die Kriminellen fest und sagen, hey, wer das macht, ist pfui. Oder, wovon ich persönlich ein größerer Fan bin, wir nutzen die Dienste der HackerInnen und stellen sie an. Die finden Konservative natürlich nicht so gut, Beamte auch nicht, weil, mein Job. Für unseren Technologiestandort ist das sehr, sehr gut. Dann steigt unsere Partei weiterhin, das ist sehr schön. Und wir haben ein Haushaltsdefizit von
2 Billionen ist eigentlich nicht so gut. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen an der Rente schrauben. Und jetzt haben wir die Situation, dass einer unserer geldgebenden Personen, also unser Parteisponsoren quasi, was möchte. Einkommensabhängige Bußgelder. Bin ich aber, um ehrlich zu sein, auch ein großer Freund von. Deswegen setzen wir das mal durch. Antisoziales Verhalten sinkt. Der Alkoholmissbrauch ist auch quasi weg. Natur und Umwelt. Perfekt. Ah, wir haben dadurch, dass uns den Rücken zukehrt, ein ordentliches Minus bei der Wählerwahrnehmung. Das ist nicht so schön. Aber wir haben jetzt mittlerweile fast 25%. Das ist umso schöner. Wir haben jetzt wieder auch einen ordentlichen Überschuss. Und ich würde in Schulen damit investieren mal. So, und da haben wir jetzt einen Minister in Rücktritt. Stellen eine neue Person ein. Und hoffentlich läuft es mit ihr besser. So, jetzt können wir mal noch gucken, was wir steuertechnisch noch rausholen können. Also eine Alkoholsteuer, da haben wir aktuell nicht genug Punkte für. Das ist schade. Wir können aber Unternehmen mal fördern. Also kleine Unternehmen. 3 Milliarden ist das quasi nichts, da wir gerade 16 haben. Und wir haben den internationalen Literaturpreis gewonnen. Das ist super. Und wir haben den neuen Parteisponsor. Das ist noch besser. Nur die radikalen Loyalisten, die sind ein bisschen mehr noch abgegangen mit ihrem Sponsor. Umfrage wird immer besser. Das ist sehr schön. Und wir haben immer noch einen ordentlichen Überschuss, den ich noch weiter in die Schulen packen würde. Wir können mal gucken, wer mag uns. Die Armen mögen uns. Ich glaube, das Lebensmittelmarken-Ding war echt beliebt. Wer uns nicht mag, sind Normalverdienende und Vermögende. Die mögen die Einkommensteuer nicht. Die können wir ja mal senken, ne? 10 Milliarden sind da schon drin. Unsere Arbeitslosigkeit steigt, aber unser BP sinkt. Das ist sehr gut. So, Normalverdienende mögen mich jetzt schon ein bisschen mehr. So, und jetzt kriege ich mal sowohl den Normalverdienenden und den Vermögenden noch so ein bisschen hinten rein. Und wir möchten, unser Hauptsponsor möchte eine Kampagne zur Sauberhaltung des Landes. Die 1,4 Millionen, die können wir investieren, da habe ich nichts gegen. Und wir können unsere ersten Wahlkampfreden halten. Wir sehen hier auch langsam den Anstieg und den Abstieg jeweils. Also wir haben circa 5 Millionen Mitglieder. Die radikalen Loyalisten haben 24, das ist echt nicht schön. Und die neuen Moderaten, ja gut, die sind jetzt nicht so dramatisch. Aber wir können jetzt mal anfangen, Reden zu halten. Uns mögen halt immer noch nicht die Vermögenden. Das heißt, wir könnten hier mal mit den Vermögenden eine Rede für die halten. Oh, die kam nicht gut an. Die kam gar nicht gut an. Ja, Vermögende mögen nicht mehr, aber das kam bei den Armen gar nicht gut an. Passiert. Können jetzt auch noch Wahlversprechen hinzufügen. Klassische Wahlversprechen, um zu sagen. Wir wollen die Gleichberechtigung erhöhen. Und also Nahausweis kann man mal ein paar Prozent senken. Das mit der Einkommensteuer, das werden wir auf keinen Fall hinbekommen. Das kann ich jetzt schon ankündigen. So, wir werden jetzt hier nichts blöd rumlabern. Wir haben hier echt ein Problem mit der starken Führungsposition und so weiter. Da gucken wir mal, was wir machen können. Perfekt, da haben wir ein bisschen mit gegenarbeiten können. Und wir können jetzt noch probieren. Der ist noch halbwegs wahrscheinlich. Wir probieren es. Verdammt. Ah, wenn überhaupt steht PA-Desaster. Eieieiei. Gucken wir wenigstens in die Vertrauenswürdigkeit, bitte. Eieieiei. Das lief jetzt echt nicht gut. PR-technisch eine Katastrophe. So, jetzt sehen wir nochmal, also die Sponsoren geben halt einen gewissen Boost bei den Ausgaben, die dann helfen, entsprechend mehr Stimmen zu bekommen. Genauso wie die AktivistInnen in den jeweiligen Bereichen. Und da gucken wir jetzt mal. Die Zettel werden ausgewertet. Die radikalen Loyalisten sind echt weit vorne. Der Schluss hat mich jetzt echt kaputt gemacht. Und dadurch, dass sie, glaube ich, eine Mehrheit? Ja, sie haben über 50%, natürlich haben sie eine Mehrheit. Können wir uns jetzt in den Hintergrund zurückziehen? Insgesamt würde ich eigentlich sagen, dass das gar nicht so schlecht war. Aber dann haben dann doch hier mehr gewählt. So, und wo sind wir langgelaufen? Wir sind vom kapitalistischen Liberalen immer weiter in einfach nur Liberale gegangen. Kapitalismus-Level quasi blieb relativ gleich. Aber da müssen wir uns jetzt in den Hintergrund zurückziehen. Und da muss ich sagen, erstmal noch ein schönes Achievement bekommen. Grandios. Und ich muss sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ein kleiner Einblick in Democracy 4. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt hier noch das Video weiterschauen würdet. Ansonsten einen wunderschönen Tag und tschüss.